Hallo, meine lieben Steinbock-Geborenen. Ich begrüße euch zur neuen Monatsenergie für den April 2023. Wir schauen in dem Bereich Beruf und Finanzen und im Bereich der Liebe, was sich für euch lieben Steinböcke hier zeigen möchte. Ihr bedenkt bitte, sind allgemeine Legungen. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. So, wir schauen jetzt erstmal. Ich hätte als Überschrift gerne mal eine Karte. Zack, zeigt sich hier schon die Königin der Stäbe für euch. Und mein Gefühl sagt mir, dass die auch wichtig werden könnte. Die Hauptenergie für euch im April ist die Königin der Stäbe. Das könnte jetzt hier oder es könnte eine Person sein, die wichtig wird für euch im Zeichen Widder, Löwe, Schütze. Es könnte eine selbstständige Unternehmerin sein, eine sehr charismatische Frau. Kann natürlich auch ein Mann sein in allgemeinen Legungen, ne? Oder ihr nehmt die Energie einer Königin der Stäbe ein, ne? Das heißt, ihr seid sehr leidenschaftlich, sehr dynamisch, sehr motiviert. Es kann auch sein, dass ihr hier etwas in die ja, Bewegung bringt, in die Aktivität bringt, aber auf eine doch relativ stürmische Art. Ich glaube, es kann hier wirklich gut sein, dass ihr im April für eine Sache Feuer fangt, ne? Dass irgendetwas hier bei euch ganz, ganz wild wirkt. Das kriege ich irgendwie rein. Bei den Steinböcken könnte es wild werden. Und ja, Feuer erwärmt ja auch, ne? Es könnte sich auch hier um das Thema Wärme, Geborgenheit, Leidenschaft, Dynamik handeln. Oder wie gesagt, ein Feuerzeichen, Löwe, Widder, Schütze, könnte ja wichtig für euch werden, egal ob jetzt Männlein oder Weiblein. Wie gesagt, eine Allgemeinlegung, gehe ich jetzt völlig geschlechterneutral in die Deutung, ne? So, wir schauen jetzt mal Beruf und Finanzen. Und wichtig, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang des Videos gesagt habe, es sind immer allgemeine Legungen, ne? Ich sage es nur noch mal. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. So, Beruf und Finanzen. Was zeigt sich da für meine lieben Steinbockgeborenen im April? So, da fliegen hier die Karten schon raus. Da haben wir hier zum einen die 8 Schwerter, dann haben wir hier die 10 Kelche. Eine Karte hätte ich gerne noch, bitte. So, hat es nun doch geschafft. Und hier haben wir das Rad des Schicksals. An der Unterseite zeigt sich hier die Herrscherin. Ihr Lieben, die 8 Schwerter. Hier kann es gut möglich sein im Beruflichen, dass ja auch eine Zwillinge-Energie wichtig werden könnte für euch, eine Waage- und Stier-Energie. Und es ist gut möglich, dass du hier im April genau hinterfragst, wo hast du dich eventuell im Beruflichen auch zu sehr selber gehemmt in einer Angelegenheit. Das kann jetzt tatsächlich eine Tätigkeit an sich sein, ein Unternehmen oder auch eine Beziehung oder ein Verhältnis im zwischenmenschlichen Bereich, was deine Kollegen oder Angestellten angeht. Und da würde auch hier wunderbar schon wieder die Königin der Stäbe-Energie passen, dass es sein kann, dass du dich aus deinem inneren Gefängnis, aus deiner sehr klaren, strukturierten Ebene, so wie die lieben Steinböcke halt auch sind, hier befreist und auch mal Feuer zeigst, ne, dass du hier in diese andere Energie kommst. Also vielleicht nicht unbedingt als eine Königin der Münzen agierst, sondern eher als eine Königin der Stäbe und die haut auch mal auf den Tisch, ne. Und da kann es hier sein, dass du hier auch Grenzen für dich sprengst, dass du hier wirklich da, ja, dass sich das Rad des Schicksals mit den 10 Kelchen jetzt in eine andere Richtung. Du möchtest in deinen Emotionen, in deinen Werten, die du hast, auch ernst genommen werden. Es geht ja auch darum, dass es gut sein kann, dass du dich ja auch mehr um diesen zwischenmenschlichen Bereich kümmern möchtest, ne? Sei es, dass du vielleicht auch eine Position wechselst, dass du ja auch eher viel mit Menschen zu tun hast oder dass du hier etwas Neues in die Welt bringen möchtest, ne? Also egal, ob du jetzt angestellt bist oder selbstständig bist, du hast hier irgendwie, möchtest du etwas Neues in die Welt bringen, was aber viel mit Liebe, Emotionen, mit Werden zu tun hat. Du möchtest irgendwie den Menschen leichter machen. Du nimmst den Druck nicht nur von dir, sondern auch von anderen, habe ich das Gefühl. Und das Rad des Schicksals dreht sich hier. Das heißt, es kann auch sein, dass da, was beruflich und finanziell zwar, auch ein völliger Wandel kommt. Die Herrscherin steht immer auch für neue Impulse und neue Ideen, dass etwas so, wie es war, nicht mehr sein wird. Dass man zwar schon in längeren Prozessen etwas Neues auf die Welt bringt, was sicherlich auch nicht immer sofort gerne von jedem gewollt und geschätzt wird, aber langfristig befreist du dich hier aus irgendeiner Energie.
Und ich habe auch das Gefühl, dass das hier wirklich gut für dich sein wird, weil die 10 Kelche ist auch das Gefühl der inneren Befriedigung, also der innerseelischen Befriedigung. Du hörst hier ganz klar auf deine emotionalen Bedürfnisse. Es kann natürlich auch sein, dass man jetzt hier einfach mal auch Urlaub hat, ne, und denkt sich, alle Viere von mir, lasst mich alle in Ruhe, ich will von niemandem was hören und sehen. Aber ich nehme das eher so wahr, dass hier irgendein altes System gesprengt wird. Und dass du dich hier befreist, dass du selber deine Ketten sprengst. Ne? So, jetzt schauen wir mal hier im Bereich der Liebe. Was wird da für die Steinböcke wichtig? Im Bereich der Liebe. So, da haben wir hier schon mal den König der Stäbe. Na holla, das ist hier Löwe, Widder, Schütze, passend zur Königin der Stäbe. Und die 3 Stäbe haben wir hier. Eine Karte bitte noch. Eine Karte bitte noch für die Liebe. So, da haben wir sie. Und die 6 Schwerter. Interessant. Okay. Also hier geht es darum, also ein König der Stäbe könnte hier wichtig werden. Ne? Also wie gesagt, Löwe, Widder, Schütze Energie oder ein Mensch, der hier sehr dynamisch, sehr attraktiv, ne? Der König der Stäbe ist ja im Tarot wirklich die attraktivste männliche Energie. Und dass es hier darum geht, dass man hier prüft, wie stabil oder welche Möglichkeiten habe ich denn hier mit einem König der Stäbe? Es kann aber auch sein, liebe Steinböcke, dass wenn ihr jetzt hier mit diesem König der Stäbe zu tun habt, das muss jetzt nicht zwangsläufig Löwe, Widder, Schütze sein, ne? Sondern es kann auch jemand sein, der sich so verhält. Und wenn es hier mit einem König der Stäbe eventuell in der Vergangenheit eher passiv vor sich ging, ne, dass hier eben nicht so viel passiert ist, sondern dass es eher eine passive Energie und eine beobachtende Energie war, ist es aber jetzt im April gut möglich, dass man sich hier nach und nach auf neue Ufer einlässt, dass man hier nach und nach wirklich aufeinander zugeht und eben schaut, was ist denn hier eigentlich möglich. Also wir haben hier eine Sonne in Witterenergie, was ja auch für Aktivität und Dynamik steht. Und hier ist es, wie gesagt, halt auch gut möglich, dass man ein altes Ufer verlässt, sich langsam aber sicher auf ein neues Ufer einlässt oder aufeinander zubewegt. Sicherlich sich hier momentan noch in der Mitte des Sees befindet, sage ich jetzt mal, noch nicht abschätzen kann, was es bringt, aber als ob man sich hier so ein bisschen beschnuppert. Und an der Unterseite haben wir nämlich hier die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin steht auch für eine Art Seelenverwandtschaft. Das heißt, man spürt ja auch intuitiv genau, was tut einem gut und was tut einem nicht gut. Also man hört hier ganz viel auch auf das Innere, auf die Intuition. Es kann natürlich auch bei den Steinböcken sein, dass ihr im April einen König der Stäbe kennenlernt und dieser König der Stäbe euch hier in eine ganz neue, feurige, leidenschaftliche Energie bringt. Ne? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Steinböcke befreien sich hier, egal in welchem Bereich. Der April wird hier eher sehr befreiend für euch. So, wir schauen mal, welches Krafttier ist denn an der Seite meiner lieben Steinbock-Geborenen? Da haben wir hier schon mal die Eidechse. Die Regeneration, das ist auch eine Heilungsenergie. Konzentriere dich auf deine Selbstheilungskräfte. Alte Wunden können heilen, seelische Verletzungen Frieden finden. Sehr schön, ne? Das passt auch hier zu den 8 Schwertern und den 10 Kelchen für mich. Und an der Unterseite haben wir Wahnsinn. Guckt mal, die Feuerkraft der Salamander, ne? Feuer, Flamme, Licht, entfache das geistige Feuer deines Seins, lasse dein Licht funkeln, leuchten und strahlen. Das passt wunderbar zur Königin der Stäbe-Energie. Also ich glaube, die Steinböcke, die fangen hier für etwas oder jemanden Feuer im April. Mensch, lasst es krachen, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich freue mich über Likes, Kommentare. Aktiviert auch gerne die Glocke, sodass ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn ich wieder etwas Neues hochlade. Bleibt mir alles schön gesund, eure Helene.